Assalamu alaikum. Wir wollen uns jetzt mit 4x3 prophetischen Ratschlägen beschäftigen. Jedes Mal gibt es einen dieser 12 Ratschläge, meine lieben Geschwister. Und zwar berichtete unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung, dass es 3 Muhlikat gibt, Zerstörer. 3 Munjiat gibt, rettende Dinge, 3 Kaffarat, sühnende Handlungen und 3 Darajat, Stufen. Beginnen wir insha'Allah ta'ala gleich mit der ersten Sache. Und zwar dem ersten Zerstörer. Der ersten Sache, welche den Menschen ins Verderben stürzt. Und zwar sagte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, Shuhun muta'a. Habgier, der ich Gehorsam leiste. Gleich an erster Stelle spricht unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam über eine schlimme Krankheit im Herzen des Menschen. Eine Krankheit, welche den Menschen ins Verderben stürzt. Warum? Weil sie nämlich dazu führt, dass dieser Mensch nur für diese Dunya lebt. Die Dunya, die nicht einmal so viel wert ist bei Allah subhanahu wa ta'ala wie der Flügel einer Mücke. Die Dunya, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie im Vergleich zum Akhira, zu dem, was kommen wird, nur so viel ist, wie als würde jemand seinen Finger in einen Ozean hineintauchen und wieder herausziehen und schaut, was an seinem Finger hängen bleibt. Das, was hängen bleibt, ist die Dunya und der Ozean ist das Akhira. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erwarnte uns vor dieser Eigenschaft. Schuh, was man als Habgier und Geiz übersetzen kann und womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam so einen Ausdruck bringen möchte, dass der Mensch nur für das Materielle lebt und für nichts anderes. Allah ta'ala, er spricht im Koran genau über diese Krankheit und er sagt, derjenige, der sich vor ihr schützt, gehört zu den Erfolgreichen. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und wer sich vor seiner eigenen Habgier, der Habgier seines Nefs, seines Egos bewahrt und schützt, so sind diejenigen, die Erfolgreichen. Genau daran muss ich arbeiten als Mensch. Dass ich mir überlege, wofür lebe ich eigentlich? Lebe ich für diese Dunya? Strebe ich mit meinen Handlungen nur nach der Dunya? Oder strebe ich nach dem, worach ich als Muslim streben sollte? Allah subhanahu wa ta'ala erwarnt uns davor, dass wir die Dunya zu unserem Ziel machen. Und er zeigt uns auf, diejenigen, die das tun, die werden es spätestens dann bereuen, wenn sie unter der Erde sind. Al-haakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Abgelenkt hat euch das Streben nach immer mehr, bis ihr die Friedhöfe besucht, bis ihr unter der Erde seid. Hört euch mal an, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und wovor er uns gewarnt hat. Wenn der Sohn Adams ein ganzes Tal voller Gold hätte, stellt euch vor, ein ganzes Tal voller Gold, würde er sich ein zweites wünschen. Es würde ihn nicht, seine Gier nicht stillen. Und hätte er 2, würde er sich ein drittes wünschen. Und das Einzige, was seine Gier stellt, was seinen Mund füllt, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ist die Erde. Wenn du unter der Erde bist, ist alles vorbei. Und aus diesem Grund, meine lieben Geschwister, lasst uns nach dem richtigen Ziel streben. Und zwar nach dem, was bei Allah ist. Und lasst uns vor unserem eigenen Geiz und unserer eigenen Habgier bewahren, indem wir uns auf das Eigentliche konzentrieren, auf das, was bei Allah ta'ala ist. Möge Allah ta'ala uns zu den Erfolgreichen im Jenseits gehören lassen. Amin, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.